Jo, Leute, guck mal da, ein Hund. Hund, in Fallout 4, seht ihr den? Da, voll süß. Ja, und also damit ein Willkommen zu Fallout 4. Bisschen schönes, cooles Game, was neu rausgekommen ist. Finde ich voll cool, irgendwie, dass ich gerade bei einem gewissen Herr Game Talk das mal anzocken darf. Er guckt mich auch gerade zu. Ist aber ganz cool, die gerade, vor allem Fallout 4, wollte ich auch schon mal was ausprobieren. Auf Glas WBO3, habe ich da selber auch schon gespielt. Und Open World ist voll cool irgendwie eigentlich. Hätte mir ein bisschen was gezeigt, hier die ganzen Waffen, die ganzen kleinen Dinger hier, wie eine, sag ich mal, Shotgun oder sowas. Und ich finde den Hund immer noch am geilsten. Ich weiß zwar nicht, wo wir müssen, aber ich glaube, wir laufen einfach mal hier hin. Gegen den Zaun, genau. Diese Geräusche einfach, wenn dieser Hund einfach auf diese ganzen Sachen dreht. Das ist vielleicht ein bisschen unheimlich. Aber gehen wir in die Stadt, gucken, was da unten los ist. Ich kenne die ganzen Laufziele, alles gar nichts, aber wir gehen einfach trotzdem mal hin. So, gleich bei der Stadt. Ich wollte sozusagen meine kleinen Momente, meine ersten Momente vor Fallout 4 mithalten. Wurde gezwungen. Für Geld. Und ich stecke mir einfach gerade so, ja okay, 5 Euro geht doch. Und naja, ich habe einfach gesagt, ja okay, für 5 Euro mache ich einfach eine Aufnahme für euch. Und ja, das ist Ding. Das Schwiss, ja komm, wir sind Fallout 4. Da kann man, geht man ins Haus rein. Kann man so ins Haus reingehen? Ja, kann man. Oh. Nuke Cola. Ist da was drin? Nö. Öffne. Blechdose. Das kann man sogar bewegen. Cool. Egal. Ich nehme mal mit. Inventar vollmüllen. Danke. Bitte, bitte. So. Machen wir hier eine schöne Toilette. Muss man aufs Klo? Nee, okay. Hoppla. Ah. Ich war gerade gewöhnt, gerade Mausrad zu nehmen für den Waffenwechsel. Ist das ein Gegner? Nein, der ist... Die Minutemen könnten jemanden wie dich gebrauchen. Nein, brauchen wir nicht. Na, komm, ich mach auch kurz die Pistole. Frei. Gefällt mir gerade irgendwie lieber. So. Mal hier rein. Gedreht zum Kühlschrank. Vielleicht haben wir eine leere Milchflasche. Ich wollte den Brotkasten öffnen und nicht dem. Ups, ich kann nicht lesen. Kann ich lesen. Brauchst du sowas? Nimm einfach mal mit. Man braucht doch so viel Kacke. Kannst du mitnehmen. Na krass, krass. Erstmal duschen, Alter. Wir sind so schmutzig auf diesem Abenteuer. Ja, okay, wir erkunden mal ein bisschen die Stadt hier zusammen. Diese noch 6 Minuten, 22 haben wir noch. Weil ich wollte noch 10 Minuten Aufnahme machen, so kleine Eindrücke. Bisschen Actionfleisch reinbringen, keine Ahnung, aber ich glaube, das werden wir gar nicht schaffen. Oder wo könnte man... Auch alles, was hier ist, ist gut. Sir, willkommen zurück, Sir. Ich hoffe, Sie konnten Hilfe in Concord finden. Tschüss. Du machst mir Angst. Voll das komische Ding. Ich kenne hier übrigens gar nichts, Leute. Ich habe das Let's Play oder sowas gar nichts. Guck keine einzigen Videos von Fallout 4. Wollte es am liebsten alleine anzocken. Mache aber jetzt auch, deswegen kenne ich mich hier auch gar nicht aus. Können wir eigentlich schwimmen? Wegen Doggy. Nein, ich meine nur gerade wie Tank. Ach so, okay. Ja, da unten der ist der rote Balken für die Radioaktivität. Kann man irgendwo Action finden? Nee, ich weiß, wo Action. Okay, zeig mir jetzt, wo Action ist. So. Aber vielleicht ein bisschen Geballer. In dieser 5 Minuten, letzten 5 Minuten. Okay. Okay, okay. Ladebildschirm.
So, wir haben noch 4 Minuten. 50. So. Im Ladebildschirm einfach die FPS-Zahl. Genau. Wir haben hier im Ladebildschirm 56 FPS. Im Spiel nur 30. Genau, im Spiel nur 30, aber sogar 40. So, wir haben gesagt 40. Ja. Welche Waffe musst du bis gedrückt halten, um stärker zu schießen? So, okay, dann schauen wir ein bisschen, wie gefällt mir auch schon mehr. So, wir gehen dort in eine Stadt, da hat jemand seinen Kopf verloren. Hat zu viele Kopfschmerzen, glaube ich, bekommen und ist explodiert. Und die Stadt sieht auch schon, ja, mitgekommen aus. Ich kenne mich auch gar nicht hier aus, Leute. Ich laufe einfach hier durch, quer hin und her durch. Museum der Freiheit. Jetzt wieder raus, einfach nicht drinnen bleiben und Ärger machen. Lass mal hier weiter. Und diese Musik und die ganzen Geräusche sind da. Altes Auto. Hm. Ich weiß, wo du Action findest. Action findest, willst du? Okay. Ja. Lauf mal. Stopp. Noch ein Stück. Sneaken. Stopp. Drück mal F5. F5. Schnell speichern. So, jetzt drück mal Q. Q. Torso. Jetzt drück E. Schade, hat nichts getroffen. So, da kannst du auf jeden Fall mit drauf. Immer so, das braucht TP. Weißt du, guck. Also... Jetzt kannst du nur einmal schießen, dann kannst du E drücken. Du hast nicht getroffen. Wenn man so schießt. So trifft man natürlich direkt. So hast du Action. Was ist da gerade passiert? Hä? Warte, unten, da, warte, wo ist mein Leben? TP Leben, TP Ausdauer. Verschwinde! Wir werden dich töten, wenn es sein muss! Halt F, oder was? Hä? Halt. Halt, okay. Ich brauche nicht mit meiner Waffe! Ich kann nicht sehen! Ja. Nein, du lässt meinen Hund in Ruhe! Waffe fliegt! Das heißt austauschen, ne? Boah, wie geil ist das denn? Kannst du ruhig mal looten, ne? Ich warte mal looten, das geht wie? Mit dem Körper. Musst du gehen. Achso. Ich loote jetzt mit Loot. Mit Patronen kannst du mitnehmen. Rocken, Konkorten, A-Klammer, sonst nichts. Huch, nee, muss aber nur weggucken. Dann habe ich das Blutsystem. Ja. Und sonst mal ich nichts. Ich kenne mich ja so gut und würde einfach sagen, ja, ich loot einfach alles. So, jetzt nehmen wir noch die Kiste da vorne auf, wenn es noch aufgeht. Ich hab ja Kleber, yay. Yeah. Muss nix, ne? Ich glaub sogar, die waren lieb und wir haben sie einfach angegriffen. Ich weiß es nicht. Hundenapf. Was war das denn so gut? Ups. Yum yum. Russische Eier. Zigarette brauchen wir. Oh Mann. Zuwollung meines Mentors. So, okay Leute. Das war's. Für
Metro-Rausch von Fallout 4. Wenn es euch gefallen hat, dieses kleine 10-Minuten-Part, dann haut rein, ciao. Und diese Frau sagt auf jeden Fall auch erstmal tschüss. Wir wurden entdeckt von dieser Frau. Sie mag uns. Egal, tschüss.